Ist Online-Marketing out? Dieser Frage werden wir heute auf den Zahn fühlen quasi. Ja, viel Spaß beim Video. Wir sehen uns gleich. Bis dahin. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute meinen Kollegen, den Saad Shamo, mitgebracht, Marketing-Experte bei uns im Haus bei der A&M. Ja, ist Online-Marketing out, beziehungsweise ist es vielleicht doch nicht das, wofür es alle halten? Ist Print-Werbung besser? Ist lokale Werbung besser? Ist eine Frage beziehungsweise ein Thema, was wir sehr häufig mit unseren Partnern noch diskutieren. Und deswegen wollen wir da heute mal ein bisschen für Klarheit schaffen. Und ja, fang gerne mal an. Generell ist es erstmal wichtig, dass man das eine, also dass das eine nicht das andere ausschließt. Ja? Also du darfst beides machen. Was wir dir natürlich immer versuchen mitzuteilen, ist, dass du wahrscheinlich oder in der Regel oder erfahrungsgemäß günstiger Online-Marketing machen kannst als Printwerbung. So, der zweite wichtige Punkt ist natürlich, dass du gezielt Online-Marketing machen kannst. Ja? Du kannst dir aussuchen, zu welcher Uhrzeit und an wen du deine Werbung letztendlich richten willst oder zu welcher Zeit und an welchem Ort. Ja? Und im Offline-Marketing oder in der Printwerbung ist es halt oft so, dass du das Ganze sehr statisch hast. Ja? Du musst letztendlich entscheiden, das ist jetzt hier ein passendes Beispiel. Du hast hier eine Broschüre, du musst entscheiden, wen schicke ich das und eigentlich nur hoffen, dass diese Broschüre auch gelesen wird, dort ankommt. Also, dass sie ankommt, kannst du vielleicht noch nachverfolgen, aber wird sie auch tatsächlich gelesen? Das hast du halt im Online-Marketing, diesen massiven Mehrwert. Du kannst ja auswerten, wie viele haben dein Bild gesehen, wie viele haben deinen Text gelesen, wie viele haben auf die Landingpage geklickt. Und deswegen ist es immer noch wichtig, also besonders wichtig, auf Online-Marketing zu setzen. Was nicht heißt, dass Printwerbung halt out ist. Ich glaube oder ich bin mir sicher, dass eine klassische Postkarte immer noch sehr positiv ankommt bei gewissen Werbepartnern. Ja, definitiv. Also wichtige Punkte. Ich glaube auch, die Essenz liegt letzten Endes darin, dass man halt ein bisschen was von allem machen sollte. Ja. Der Grund, warum jetzt Online-Marketing vielleicht manchmal so ein bisschen in Verruf gerät, ist wahrscheinlich, weil es einfach super transparent ist. Also du siehst ja quasi für jeden Euro, was du bekommst. Das ist auf der einen Seite gut, Ja. auf der anderen Seite aber auch nicht, weil du bekommst natürlich auch mit, wenn es mal nicht so gut läuft. So, du hast ja schwarz auf weiß, was du jetzt ausgegeben hast und was du bekommen hast. Und das ist eigentlich ein Riesenvorteil. Also wenn man es halt nicht gut macht, wenn man da keine Expertise hat, was Kampagnenschalten angeht, dann geht das natürlich schnell nach hinten los und dann hat man vielleicht das Gefühl, okay, Online-Marketing ist Abzocke, es funktioniert alles nicht. Aber Fakt ist, wir haben über 600 Partner, mit denen es funktioniert. Das heißt, man muss halt nur die richtige Strategie verfolgen. Und ein großer Punkt, den hatte mein Kollege auch schon aufgegriffen, ist einfach Flexibilität. Also wir leben gerade aktuell zumindest in Zeiten, wo du als Fachhändler wahrscheinlich extrem flexibel sein musst. So vielleicht ein Beispiel, ein aktuelles von einem Kunden von uns. Wir haben eine Kampagne aufgesetzt für normale Lamellendächer. Und er hat dann gesagt, hey, mir ist jetzt hier ein Lieferant abgebrochen. Ja. Ich kann keine Lamellendächer mehr liefern. So. Wenn du jetzt 10.000 Broschüren in Auftrag gegeben Ja. hättest, hättest du ein Problem, weil die hättest du da liegen mit schönen Bildern von Lamellendächern. Wir haben gesagt, gut, kein Thema, hat eine Stunde gedauert, dann war die Kampagne geändert auf normale Terrassendächer, die konnte er noch liefern und dann geht diese Kampagne online. Das heißt, du bist da wesentlich flexibler. Aber unterm Strich, wenn du dir jetzt die Frage stellst, gebe ich mein Geld jetzt nur für online aus, gebe ich es nur für Print aus, gebe ich es nur für irgendwelche Banner aus, versuch ein bisschen was von allem zu machen. So, die Leute sehen deine Facebook-Werbung, sie sehen deine Instagram-Werbung, dann ist es vielleicht cool, wenn sie nochmal eine Broschüre von dir haben. Aber da du halt Online-Marketing wirklich messen kannst und wenn du es richtig machst, steckst du 1 Euro rein und kriegst mehrere zurück, sollst du da natürlich ja am besten so viel Geld wie möglich investieren. Wenn du wissen möchtest, wie so eine Kampagne für dich aussehen kann, beziehungsweise wie du es halt schaffst, eben aus 1 Euro 2 zu machen oder 10 oder 20, dann komm gerne auf uns zu. Wir haben da für dich mit Sicherheit das passende Marketingkonzept, was wir dir gerne vorstellen. Ansonsten abonniere diesen Kanal, klick auf die Glocke, damit du nichts mehr verpasst und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.